das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Susanne Stichler. Herzlich willkommen zu den Tagesthemen, auch heute Abend wieder mit allen wichtigen olympischen Entscheidungen in Tokio. Aber wir beginnen in Deutschland, wo es in den meisten Impfzentren vor gut 4 Wochen noch so aussah wie hier in München. Fast alle Termine und Plätze belegt. Und jetzt ein Foto aus diesem Monat, Mitte Juli, im selben Impfzentrum, nichts los, eine einzige Impflücke. Woran liegt das? Sind die Leute schon impfmüde oder einfach nur im Urlaub? Oder zeigt sich da ein grundsätzliches Problem, das viele der Impfaufruf nicht wirklich erreicht? Johannes Jolmes mit einigen möglichen Antworten. Es gab Wochen, da haben sie im Hamburger Impfzentrum täglich bis zu 10.000 Menschen geimpft. Da brummte der Laden, wie sie hier sagen. Heute waren gerade mal 2.000 Impfungen geplant. Dazu kommen die Kurzentschlossenen. Denn von heute an kann sich jeder Hamburger ohne Termin impfen lassen. Einige hundert nehmen das Angebot auch wahr. Jetzt geht es und dann nehme ich es sofort in Angriff. Weil man sieht, ich möchte auch gerne mal wieder ein Konzert erleben. Wie es früher einmal war. Und das geht nur mit Impfung. Das haben wir auch echt spontan entschieden. Ja, also mein Vater will sich jetzt impfen und ich bin einfach mitgekommen. Den Termin für die Zweitimpfung bekommen die Impflinge auf einem gelben Zettel. Zeitraubende Terminvergabe über Telefon oder Internet ist nicht mehr notwendig. Spontan hatten die Hamburger Behörden am Wochenende diese Neuigkeit verkündet. Das Ziel: Bürokratie abbauen, Zögernde überzeugen. Wir haben aber das Gefühl, dass es eher nicht wirklich rationale Argumente sind, die Menschen jetzt davon abhalten, sondern doch eher Ängste, Zweifel, aber natürlich auch in geringerem Maße richtige Verweigerer. Der Hamburger Hausarzt Bastian Steinberg und seine Mitarbeiterinnen merken auch, dass es ruhiger geworden ist. Anders als vor ein paar Wochen wollen sich weniger impfen lassen. So sagen ihm Patienten, kurz vorm Urlaub störe eine mögliche Impfreaktion. Auch die immer noch niedrigen Infektionszahlen dämpfen die Impfbereitschaft. Das bedeutet für viele Menschen, sie erleben die Krankheit nur durch die Medien und nicht im Umfeld. Und damit kommt die Frage der Sinnhaftigkeit, ob denn diese Krankheit überhaupt noch so massiv behandelt werden muss. Doch gerade jetzt sei die Impfung wichtig. Denn gegen Delta hilft vor allem die doppelte Impfung. Darum, so Steinberg, brauche es zur Not auch etwas Nachdruck. Ich brauche einen Führerschein, um Auto zu fahren. So finde ich das gar nicht abwegig zu sagen, ich brauche einen kompletten Impfstatus, um bestimmte soziale Ereignisse miterleben zu dürfen. Eine Impfpflicht will die Bundesregierung nicht. Aber sie will bald mit den Ländern beraten, wie eine höhere Impfquote erreicht werden kann. Eine Maßnahme könnte sein, mögliche Einschränkungen für Nicht-Geimpfte, etwa beim Restaurantbesuch. In dieser Hamburger Bar sind viele bereits geimpft. Und trotzdem, eine Ungleichbehandlung finden sie zu weitgehend. Ich persönlich finde das ein bisschen schwierig, weil das geht doch schon etwas über die Grundgesetze hinaus. Schlussendlich muss es halt auch jeder selber für sich wissen. Aber ja, ansonsten würden wir nicht hier sitzen, weil wir es halt einfach genießen, die Freiheit. Und dafür haben wir uns auch impfen lassen. Ich denke, dass man die Leute nur durch eine richtige wissenschaftliche Aufklärung erreichen kann und dann eine Überzeugung leistet. Das Hamburger Impfzentrum soll Ende August geschlossen werden. Bis dahin hätten sie gerne wieder ein paar Tage, an denen es so richtig brummt. Ja, die Impfquote wächst also langsamer seit Sommeranfang und in Sachsen zum Beispiel noch langsamer als etwa im Saarland. Ein Grund für das Zögern könnte auch sein, dass sich tausende Menschen trotz kompletter Impfung mit dem Coronavirus infizieren und auch krank werden. Das verunsichert. Israel meldet schwere Fälle, sogenannte Impfdurchbrüche, die sogar im Krankenhaus behandelt werden müssen. Dazu spreche ich gleich mit einer Immunologin. Vorher noch Anke Hahn, die auf die besonders gefährdete Bevölkerungsgruppe schaut. Die Stimmung ist gut bei der Tagespflege Elfriede in Berlin-Lichtenberg. Alle hier sind geimpft oder getestet. An Corona-Ansteckung untereinander denkt hier niemand. Aber die Krankheit könnte von außen hereingetragen werden und kein Impfstoff bietet hundertprozentigen Schutz. Wie viele Menschen deutschlandweit trotz vollem Impfschutz bisher infiziert wurden, ist unklar, weil die allermeisten Ansteckungen glimpflich verlaufen oder ganz symptomlos bleiben. Bekannt ist nur, vom RKI wurden bis vergangene Woche 6.125 sogenannte Impfdurchbrüche registriert. Immunologen halten das aber nicht für besorgniserregend. Schließlich seien bereits etwa 40 Millionen Menschen vollständig geimpft. Wir sehen, dass der Großteil der Bevölkerung extrem gut
vor Erkrankung, vor Krankenhauseinweisung und vor Tod durch diese Vakzinen geschützt sind. Und was wir jetzt sehen mit den Impfdurchbrüchen, ist genau das, was man erwarten würde, aufgrund der Zahlen, die man aus den ersten klinischen Studien hat. Allerdings ist die Datenlage in Deutschland dünn. Israel ist da weiter. Eine Studie ergab, dass vollständig geimpfte Covid-Patienten mit schweren Krankheitsverläufen im Schnitt über 70 Jahre alt waren und häufig eine oder mehrere Vorerkrankungen hatten. So litten 71% der Patienten mit schwerem Verlauf auch an Bluthochdruck. 48% hatten Diabetes, 32% eine Herzschwäche und genauso viele waren stark übergewichtig. Die Studie zeigt, dass die erkrankten Geimpften Vorerkrankungen hatten, älter oder immungeschwächt waren. Deshalb kann die Schlussfolgerung nur lauten, wer diese Probleme hat und geimpft ist, muss trotzdem weiter vorsichtig sein. Deswegen gibt es in Deutschland auch Überlegungen, Ältere ein drittes Mal zu impfen, um die Immunabwehr aufzufrischen. Man sollte unbedingt anfangen zu monitoren. Wie gut ist der Immunstatus? Wie hoch ist der Prozentsatz derer, die in den Seniorenheimen wohnen, die noch geschützt sind? Und wenn der zu niedrig wird, werden wir nicht umhinkommen, eine dritte Impfung durchzuführen. In der Tagespflege Elfriede wäre eine dritte Impfung willkommen, auch um weiter ohne große Einschränkungen leben zu können. Ich würde mich dann auf alle Fälle das dritte Mal auch wieder impfen lassen und wenn es im nächsten Jahr ist, das spielt keine Rolle. Denn monatelange Kontaktsperren wollen sie hier nie wieder. Darüber sprechen wir mit Professorin Christine Falk. Sie ist Präsidentin der Deutschen Gesellschaft für Immunologie. Guten Abend. Guten Abend, Frau Stichler. Muss tatsächlich jetzt schnell aufgefrischt, also nachgeimpft werden? Wie ist Ihre Einstellung? Also man sieht, wie gut die Impfungen wirken daran, dass die meisten Menschen eine sehr starke Immunantwort machen. Das heißt, für die meisten Menschen gilt, dass im Moment noch nicht über eine Auffrischung nachgedacht werden muss. Aber es gibt natürlich besondere Gruppen. Das sind zum Beispiel Menschen, deren Immunsystem beeinträchtigt wird durch Medikamente oder nach Organtransplantation oder auch mit Autoimmunerkrankungen, bei denen die Immunantwort auf die Impfung generell nicht gut ist. Und da wissen wir schon, dass wir darüber nachdenken müssen, uns darauf vorzubereiten, eine Auffrischimpfung da möglich zu machen. Aber generell ist es auch so, im Sinne der Prävention, dass uns doch noch die Delta-Variante Probleme bescheren könnte. Es ist sicherlich eine gute Idee, darüber über die Strukturen nachzudenken, möglicherweise eine Auffrischimpfung möglich zu machen. Auch aber laufen denn die Vorbereitungen schon? Wie ist da die Lage? Also es ist so, dass von verschiedenen Seiten das schon andiskutiert wird. Das sieht man auch an verschiedenen Diskussionsrunden, an den Publikationen. Insofern ist das sozusagen in der Prävention schon auf dem Weg. Und insofern kann man auch sagen, dass man da in dieser Gesellschaft, in der Diskussion schon sich auf eine Richtung bewegt, in der es möglich gemacht wird, wenn es denn sich zeigt, dass es notwendig ist. Mhm. Nochmal grundsätzlich die Frage, wie ansteckend sind Menschen, die zweifach geimpft sind und sich infizieren? Also wie riskant sind sie zum Beispiel für Ungeimpfte? Das ist sehr individuell, deswegen ist es gar nicht so einfach, da eine generelle Antwort zu geben. Aber es ist so, dass im Prinzip nach zwei Impfungen, ganz besonders wichtig, nach zwei Impfungen, sowohl die eigene Virusproduktion im Falle einer Ansteckung geringer ist. Insofern ist es deutlich geringer als bei Ungeimpften. Aber es ist nicht null. Und insofern ist es sehr unterschiedlich, sehr individuell. Aber generell kann man sagen, dass eine geringere Viruslast nach Infektion von den Geimpften ausgeht als von den Nichtgeimpften. Also auch da ist der Schutz doppelt sozusagen ganz besonders wichtig. Ja, mittlerweile ist ja viel Impfstoff da, aber der Andrang, der lässt nach. Aus Ihrer Erfahrung, woran liegt das? Also ich denke, die große Herausforderung wird sein, ein sogenanntes nachkommendes Impfangebot zu machen. Das bedeutet, dass die Menschen nicht zu den Impfzentren oder den Ärztinnen und Ärzten gehen müssen, sondern dass der Impfstoff zu den Menschen kommt, um möglich zu machen, zum Beispiel in sozialen Brennpunkten, aber auch an ganz normalen Plätzen wie Marktplätzen oder vor dem Schwimmbad oder Drive-in-Zentren sozusagen den Impfstoff an die Menschen heranzubringen und nicht nur darauf zu vertrauen, dass sie aktiv sich um einen Impftermin bemühen. Ich glaube, da ist noch viel Luft nach oben und wir brauchen sozusagen einen Ideenwettbewerb, wie das am besten gehen könnte. Da geht noch was. Und man kann die Menschen, glaube ich, am besten motivieren, indem man es ihnen möglichst niedrigschwellig möglich macht, sich impfen zu lassen. Sie haben es gerade angesprochen, manche Ärztinnen und Ärzte beobachten, sozial schlechter gestellte Menschen sind eben schwerer zu erreichen. Vor allem die Mittel- und Oberschicht habe sich jetzt impfen lassen. Können Sie das bestätigen?
Da gibt es ja auch gute Untersuchungen dazu, dass es sicherlich ein Gefälle gibt. Und da müssen wir aktiv etwas tun, denn je niedrigschwelliger die Möglichkeit, sich impfen zu lassen, desto mehr erreichen wir auch die Menschen, die vielleicht nicht die Möglichkeit haben, über Internet oder Hausärztinnen und Hausärzte sich einen Impftermin zu besorgen. Das ist genau die Herausforderung. Die Kommunen und Städte sind ja schon sehr aktiv. Ich denke, das sollten wir auf allen Ebenen unterstützen. Jetzt ist ja die Diskussion, Einschränkungen für Nicht-Geimpfte auszusprechen. Was halten Sie davon? Also ich denke, bevor man da Druck ausübt, wäre ich auf der wissenschaftlichen und immunologischen Seite immer bei der Aufklärung und bei der Ermöglichungskultur. Es möglich zu machen, sich möglichst ohne großen Aufwand impfen zu lassen und alle Fragen zu beantworten, die so auftauchen. Wir können viele Fragen aus der Bevölkerung beantworten, das tun wir auch immer sehr gerne. Und insofern bin ich immer sehr bei der Aufklärung und bei der Freiwilligkeit. Mit der Motivation zu arbeiten, finde ich hier an dieser Stelle, glaube ich, einen wichtigen Schritt. Soweit, dass wir wirklich Restriktionen bräuchten, denke ich, sind wir noch nicht. Die Motivation ist, glaube ich, hier gefragt. Wir sind jetzt gerade mal bei der Hälfte vollständig geimpfter Menschen in Deutschland. Erreichen wir die 85, die ja für eine Herdenimmunität notwendig wären? Was denken Sie? Also mit der Motivation sollte das unser Ziel sein. Aber für die einzelne Person ist eigentlich viel wichtiger, dass man gar nicht so damit rechnen muss, ob wir das erreichen als Gesellschaft, sondern die einzelne Person kann sich am besten schützen, wenn man sich höchstpersönlich impfen lässt. Und dann ist man Teil auf dem Weg zu diesen 85%. Insofern würde ich sagen, das Ziel ist etwas, was wir im Auge haben sollten. Aber jede einzelne Person zu motivieren, ist das, was wir, glaube ich, jetzt tun sollten. Denn dann haben wir die größten Chancen, das zu erreichen. Und wie weit wir kommen, werden wir sehen. Je mehr, desto besser. Das ist gar keine Frage und idealerweise zweimal geimpft. Danke, Professor Christine Falk nach Hannover für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung geführt. Ja, die Diskussion wird also weitergehen, wie weit der Staat künftig Rechte einschränken darf. Bei Menschen ohne Impfschutz sollen sie weniger Freiheiten haben als die Geimpften? Nein, meint Anja Martini vom Norddeutschen Rundfunk und gibt damit Jan Rubner vom Bayerischen Rundfunk Kontra. Ich habe neuerdings einen digitalen Impfpass und das fühlt sich gut an. Nicht nur, weil die Impfung mich schützt, sondern auch, weil ich hoffe, freier leben zu können. Ins Restaurant, ins Kino oder ins Konzert gehen. Einfach so. Es ist richtig, dass Geimpfte und Genesene Freiheiten in Aussicht gestellt bekommen, sofern alle Erwachsenen die Möglichkeit hatten, sich eine Spritze abzuholen. Das ist die Impfpflicht durch die Hintertür? Mag sein. Aber es ist vor allem die Solidarität mit einer Gesellschaft, die seit über einem Jahr auf vieles verzichtet und massive Einschränkungen im Alltag in Kauf nimmt. Arbeitnehmer, die ihren Job verlieren, Jugendliche, die monatelang keinen Unterricht haben, ungeimpfte Kinder. Die Impfung hilft ihnen allen. Man darf deshalb auch verlangen, dass überall dort, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, ein Impfpass vorgelegt werden muss. Schnelltests sind zu unzuverlässig, wenn im Herbst möglicherweise die vierte Welle hochschwappt. Mehr Freiheiten für Geimpfte, das ist keine Drohung, sondern eine gute Aussicht. Ich bin anderer Meinung. Natürlich ist es richtig, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen. Aber deshalb die Rechte derer, die sich nicht impfen lassen wollen, aus welchen Gründen auch immer, einzuschränken, nein, das geht mir zu weit. Das wäre eine Impfpflicht durch die Hintertür und damit eben auch ein Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht eines jeden Einzelnen. Auch das wieder durch die Hintertür. Genau das sollte die Regierung vermeiden. Jetzt Druck auf Ungeimpfte auszuüben, wäre so, als wenn in einer Diskussion der einen Seite die Argumente ausgehen und sie sagen würde, basta, das ist jetzt so. Ich vermute, dass es eine Trotzreaktion des Gegenübers geben wird. Alle Unentschiedenen, alle Skeptiker und Zweifler würden sich bestärkt fühlen in ihren Sorgen und ihren Ängsten. Leicht zugängliche Impfangebote wie mobile Impfteams vor dem Stadion, am Einkaufszentrum oder vor dem Club. Das zusammen mit einer guten Aufklärung, das sind aus meiner Sicht die richtigen Ansatzpunkte, um die Menschen von einer Impfung zu überzeugen und sie so an ihre Solidarität und Verantwortung für die Gesellschaft zu erinnern. Das Pro und Contra in den Tagesthemen von Anja Martini und Jan Rubner. Im Grunde sind wir immer noch im Krisenmodus wegen der Pandemie. Und jetzt müssen tausende Menschen auch noch eine Katastrophe bewältigen, nämlich die Folgen der Flut. Wir haben in den letzten Tagen berichtet über diese Schicksale, über Trauer und Verzweiflung. Und wieder trifft es die Kinder besonders hart. Ihr Alltag war schon seit Monaten durcheinander, jetzt könnte er völlig chaotisch werden. Denn hier in dieser Schule wird in 3 Wochen wohl kaum Unterricht stattfinden können. Und die Eltern werden noch lange zu tun haben mit Aufräumen und Neuanfängen. Wieder ist Hilfe dringend nötig.
auch bei den ganz Kleinen. Jan Koch berichtet aus der Eifel. Amy, was ist denn mit deinem Kindergarten passiert? Auch kaputt. Auch kaputt? Und wie geht's dir damit? Gar nicht gut. Aber oben ist noch alles gut in der Turnhalle. Ja, die steht noch? Aber ihr kriegt ja bald einen neuen Kindergarten. Mit ganz viel neuen Spielzeug. Freust du dich da drauf? Ja. Ja? Und ihr Luca auch? Freust du dich dann auch? Trösten, spielen, lachen. Ablenkung. Die drei, Amy, Emily und Luca, gehen eigentlich in einen anderen Kindergarten. Nun sind sie hier, in einer spontan zusammengewürfelten Notkita. Insgesamt 11 Kinder, die alle miterleben mussten, wie ihr Dorf überschwemmt, zerstört wurde. Bei uns ist der ganze Haus kaputt. Bei uns haben die im Fernseher gesagt, keiner soll mehr in das kaputtere Haus einziehen. Den Kindern, den betroffenen Familien helfen. Im Kindergarten Rabennest im kleinen Dörfchen Kall in der Eifel haben sie letzte Woche mit Flyern Freiwillige gesucht. 70 Helferinnen und Helfer haben sich gemeldet. Viele solcher Initiativen entstehen und rund um die Hochwassergebiete. Viele Kinder sind ja traumatisiert, aber man merkt jetzt hier so nicht. Sie sind voll im Spiel und freuen sich eigentlich, jetzt hier so einen Rahmen gefunden zu haben, um wieder Kind zu sein. Und die Eltern sind eigentlich entlastet, weil sie wissen, die Kinder sind hier gut aufgehoben. Es wird für sie gesorgt, wir haben kostenloses Essen, Frühstück, Mittagessen. Doch wie geht es nach den Ferien weiter? Durch Corona war ja schon das Leben der Kinder durcheinander geworfen und nun kommt noch das Hochwasser hinzu und die Frage, welche Schule kann überhaupt öffnen? Auch hier in Hagen an der Astrid-Lindgren-Schule fragen sie sich das, teilweise noch ohne Strom, feuchte Wände. Doch die Hoffnung, dass alle 315 Grundschulkinder in 3 Wochen wieder hier Unterricht haben können. Da muss einfach Schule jetzt der Lebensraum sein, der Kindern wieder Struktur gibt, der Kindern jetzt die Möglichkeit gibt, das loszuwerden. Das einfach, auch vielleicht da mal loszuwerden, wo nicht Mama und Papa sind, sondern jemand, der vielleicht unbeteiligt ist. Wenn nicht, müssen hier, wie auch in vielen anderen Schulen in den Hochwassergebieten, tausende Schülerinnen und Schüler umverteilt werden. Noch weiß die Landesregierung nicht, wie viele Schulen genau betroffen sind. Das beginnen Städte und Dörfer gerade zu prüfen. Wie hier in Kall stehen viele Pädagogen auch vor der Herausforderung, mit der psychischen Belastung der Kinder umzugehen. Also Kollegen brauchen auf jeden Fall eine Fortbildung. Vielleicht eine Fortbildung von einer Traumapädagogin. Dass wir dann diese Sachen von den Kindern auch aufgreifen können und bearbeiten können gemeinsam. Also auch die Erzieher brauchen da Unterstützung, auf jeden Fall. Ein Wunsch, der, so hofft sie vor allem auch im Sinne der Kinder, in Erfüllung gehen wird. Und Sie können weiter für die Flutopfer spenden, für die Kleinen und die Großen. Bei der Aktion Deutschland hilft unter dem Stichwort ARD Hochwasser. Spendenkonto DE 62 37 02 05, 6 mal die 0, dann die 10 20 30 oder online unter aktiondeutschlandhilft.de. In Nordafrika, in Tunesien, kam es auch heute wieder zu massiven Protesten. Die Regierung ist handlungsunfähig, das Parlament auch. Im Moment regiert der Präsident allein und viele befürchten das Ende der Gewaltenteilung. Es sieht so aus, als wären alle Hoffnungen verwelkt, die damals vor 10 Jahren im arabischen Frühling aufblühten. Stefan Schaaf aus dem Land in einer Verfassungs- und Corona-Krise. So sieht es heute in Tunesien aus. Erboste Menschen gehen wütend aufeinander los. Die einen sehen die Demokratie in Gefahr, die anderen unterstützen bedingungslos ihren Präsidenten. Der hatte gestern Abend den Premierminister gefeuert und das Parlament für 30 Tage aufgelöst. Nun wird dieses vom Militär kontrolliert, es kommt keiner mehr rein. Die Entscheidungen des Präsidenten führen uns zurück in die Vergangenheit. Das Bild von Panzern vor dem Parlament ist eine Schande. In der Nacht zeigte sich Staatspräsident Kais Saied seinen Anhängern als Retter in der Not. Er kennt die Wut vieler Menschen über die Parlamentarier. Die seien unfähig, die großen Probleme wie Pandemie oder Arbeitslosigkeit zu lösen. Er versucht es nun autoritär und schickt das Parlament erst einmal nach Hause. Und in einer Fernsehansprache betont Said, dass er laut Artikel 80 der Verfassung in einer Gefahrenlage die Aktivitäten des Parlaments einfrieren könne. Die Lage in Tunesien ist desolat, die Strände leer, der Tourismus wegen der Corona-Pandemie zusammengebrochen. Die Arbeitslosigkeit
auf Rekordniveau. Und in den Krankenhäusern sieht es so aus: überfüllte Notaufnahmen, verzweifelte Patienten, die nur schlecht versorgt werden können. Es fehlt an Sauerstoff, Medikamenten, Impfstoffen. Alle sollten wissen, was bei uns gerade in den Notaufnahmen geschieht. Wir befinden uns in einem echten Krieg. Und so richtet sich der Zorn vieler besonders gegen die islamische Ennahda-Partei, die als stärkste Fraktion seit langem Tunesiens Geschicke bestimmt. Ihr Vorsitzender Ghannouchi, er ist auch Parlamentspräsident, versuchte vergeblich, in die Volkskammer zu kommen. Er ist empört. Angesichts dieser Entscheidungen, die nun angekündigt wurden, bleibt einem nichts anderes übrig, als von einem Putsch zu sprechen. Inzwischen hat der Präsident eine strenge Ausgangssperre in der Nacht und ein Versammlungsverbot ausgesprochen. Noch ist unklar, wie sich Polizei und die Gewerkschaften verhalten werden. Tunesien durchlebt wohl die schwerste Krise seit dem arabischen Frühling. Und von Afrika wechseln wir nach Asien, nach Afghanistan. Seit sich die internationalen Truppen aus dem Land zurückziehen, wächst hier die Zahl der zivilen Opfer. Mehr dazu jetzt in den Nachrichten, heute mit Judith Rakers. Allein im Mai und im Juni wurden in Afghanistan nach UN-Angaben 783 Zivilisten getötet und mehr als 1600 verletzt. So viele wie noch nie in diesen Monaten seit dem Jahr 2009. Gleichzeitig stieg die Zahl der Flüchtlinge dramatisch an. In der umkämpften Provinz Kandahar sind mehr als 20.000 Familien auf der Flucht. Die USA heben die wegen der Corona-Pandemie verhängten Einreisebeschränkungen für Reisende aus Europa und anderen Staaten vorerst nicht auf. Grund sei die hochansteckende Delta-Variante, hieß es aus dem Weißen Haus. Ausnahmegenehmigungen würden aber erteilt. Die EU hatte die Beschränkungen für Reisende aus den USA im vergangenen Monat gelockert. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich eingetrübt. Erstmals seit Januar ist der vom IFO-Institut gemessene Geschäftsklimaindex wieder gesunken. Mehr dazu von Stefan Wolf aus der Frankfurter Börse. Bislang ist die deutsche Wirtschaft schneller aus der Krise gekommen als erwartet. Doch inzwischen bremsen diverse Engpässe den Aufschwung aus. Es fehlt an Rohstoffen und sogenannten Vorprodukten, wie zum Beispiel Computerchips. In den Unternehmen geht man davon aus, dass sich die Situation weiter verschärft. Weshalb sie die aktuelle Lage noch als gut einschätzen? Die Erwartungen in zukünftige Geschäfte haben sie dagegen deutlich zurückgeschraubt. Die Stimmung hat sich auch in der Dienstleistungsbranche und im Einzelhandel eingetrübt. Optimistisch ist man dagegen beim Bau und das, obwohl die Materialien wie Holz, Stahlbeton knapp und teuer sind. Denn bislang konnten die höheren Preise weitergegeben werden. Der Journalist und geistliche Begleiter des synodalen Wegs in der katholischen Kirche, Pater Bernd Hagenkort, ist tot. Der langjährige Leiter der deutschsprachigen Redaktion von Radio Vatikan starb heute in München. In der Öffentlichkeit machte er sich einen Namen mit seinen oft humorvollen Erklärungen über das Geschehen im Kirchenstaat. Hagenkort wurde 52 Jahre alt. In Genf haben die zweiwöchigen Beratungen des Weltklimarats begonnen. Er bewertet unter anderem Studien von mehr als 230 Wissenschaftlern aus aller Welt. Zum Auftakt betonten mehrere Redner die Dringlichkeit, schnell gegen den Klimawandel vorzugehen. Dies zeigten auch die jüngsten Unwetter in Deutschland. Falls die globale Erderwärmung nicht eingedämmt werde, drohten schwere Naturkatastrophen, heißt es in der Beschlussvorlage. Heftige Unwetter haben erneut mehrere Regionen Deutschlands getroffen. Vor allem im Süden und Osten liefen Keller voll und wurden Straßen überflutet. Zahlreiche Rettungskräfte waren im Einsatz. Im Süden von Baden-Württemberg gab es schwere Hagelschauer. Dort musste zum Teil der Winterdienst ausrücken, um Straßen und Bahngleise zu räumen. Sie fahren raus, wenn andere reinkommen. Das ist der Leitspruch der Seenotrettung. Sie hilft allen da draußen, ob Segler, Surfer oder Taucher, wenn es mal eng wird. Rund um die Uhr, bei jedem Wetter und Wellengang. Und das seit 156 Jahren. Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ist also zuständig für Notfälle in der Ost- und Nordsee. Und sie lebt ausschließlich von Spenden. Gerade in dieser Zeit des Jahres ist viel zu tun, weil sich alles auf See und am Strand tummelt.
Alexander Noth war mittendrin bei den Seenotrettern in Bremen, denn ohne Bremen geht hier gar nichts. Einsatz für die Jan und Tizia Fisser. Delta Echo Lima Foxtrot. Wenn wir nicht raus müssen, dann ist ein guter Seenotrettertag. Aber oft müssen die Seenotretter raus. Egal wo, auf der Nord- oder Ostsee jemand um Hilfe bittet, immer landet dieser Funkspruch oder das Telefongespräch hier, bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger in Bremen. Und dann kümmert sich Juliana Schmidt-Theurer gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen darum, dass aus einem Seenotfall eine Rettungsaktion wird. Ein vermisstes Kind, 3 Jahre. Wie lange ist das schon vermisst? Eben gerade, okay. Ein vermisstes Kind, 3 Jahre alt, vor dem Priwall Lübeck, also Travemünde. Ob das Kind im Wasser oder am Strand war, weiß in diesem Moment niemand. Aber alle müssen zumindest das wissen, was bekannt ist. Die Ruhe und Konzentration ist im Raum in diesem Moment spürbar. Ja, direkt vor dem Turm der Wasserwacht, haben die gesagt. Juliana Schmidt-Theurer ist studierte Nautikerin und selbst lange zur See gefahren. Aus der Ferne muss sie die Lage schnell einschätzen, richtig handeln. Da es sich um einen Notfall in Ufernähe handelt, laufen die Informationen bei der Feuerwehr zusammen. Die koordinieren den Fall, sind unterwegs mit Tauchern und Einsatzkräften, aber noch nicht vor Ort. Helikopter haben sie noch nicht gekriegt. Okay. Da schicken wir jetzt direkt unser Hochschubs hin. Das Rettungsboot Erich Koschubs aus Travemünde wird sich an der Suche nach dem Kind beteiligen. Die Besatzungen der Rettungsboote sind überwiegend Freiwillige. 800 der fast 1000 Seenotretter sind Ehrenamtliche wie er. Carsten Ohme, seit 10 Jahren ist er der Vormann, sozusagen der Kapitän auf dem Rettungsboot Emil Zimmermann. Auch sein 20-jähriger Sohn Maximilian gehört zu seiner Crew. Die Motivation zu retten, ganz einfach. Ich finde es gut, anderen Leuten zu helfen, ohne irgendwas zu sagen. So, ich kriege jetzt eine Tafel Schokolade oder kriege hier 5 €. Ich mach's einfach. Um ihr frisch renoviertes Rettungsboot aus der eigenen Werft der DGZRS abzuholen, ist die Crew heute nach Bremen gekommen. Sie wollen Emil abholen und Wilma dafür abgeben. Ja, Seenotretter haben eine Beziehung zu ihrem Rettungsboot. Dass wir Emil abholen, das freut mich. Sie war jetzt 3 Monate in der Werft, alles schön, darauf freuen wir. Wilma hat gute Dienste gemacht, also Wilma haben wir jetzt 3 Monate gehabt, haben viele Einsätze gehabt. Die war vorbildlich, aber Emil wiederzukriegen ist eine gute Sache. Das ist unsere Emil und dann hoffen wir, dass sie in den nächsten 15 Jahren wieder durchhält. Mit Emil wollen sie heute noch zurück bis nach Fedavadasil an der Nordsee. Da leisten sie ihren freiwilligen Dienst. RTW ist schon vor Ort, haben sie gemeldet gerade. Weil ich schicke die beiden lieber vergeblich zurück, als dass ich mich nachher ärgere. In der Rettungsleitstelle läuft noch immer die Suche nach dem vermissten Kind. Juliana Schmidt-Theurer und ihre Kollegen sprechen mit der Wasserschutzpolizei, der Feuerwehr, der DLRG. Sie wollen sichergehen, dass alle informiert sind. Alles da. Gut. Kinder sind natürlich immer besonders schwierig. Trotz unserer Zwischenfrage, die Ohren sind überall. Nicht, dass ich wüsste. Und manchmal ändert ein Anruf hier alles. Kind ist wieder aufgetaucht. Einsatzabbruch, alles klar. Schönen Dank für die Info. Hast du mitmachen? Ja, tschüss. Gut. Auch um einen Wassereinbruch in einer Segeljacht hat sich Juliana Schmidt-Theurer heute gekümmert. Und um das Notrufsignal einer Rettungsboje. 3 von rund 1700 Einsätzen jedes Jahr. 1700 Einsätze, bei denen Menschen hoffen, dass hier aus Bremen schnell Hilfe organisiert wird. Und wir bleiben gleich am Wasser und landen beim Sport, also beim 3. Tag der Olympischen Spiele. Okka Gundel übernimmt. Ja, und das mache ich sehr gerne. Ja, das kleine 1x1 des Medaillenspiegels verrät uns, dass das deutsche Team bisher 3 Bronzemedaillen gewonnen hat, also im Schnitt 1 pro Tag. Gestern legten die deutschen Frauen vor, heute kam die erste Männermedaille dazu, und zwar im Kanuslalom. Und zum Erfolg bei dieser Sportart führt das vorausschauende Fahren. Kennen Sie vielleicht noch von der Führerscheinprüfung? Da muss man sein Kreuzchen dann bei dieser Antwort machen. Ich reagiere möglichst frühzeitig auf wahrscheinliche Veränderungen der Verkehrssituation. Beim Kanuslalom steht die Verkehrssituation als Synonym für die Kraft des Wassers. Und für die hatte heute Sideris Tasiades den richtigen Weitblick.
Im Kampf mit dem Element Wasser bekommt Kanuslalom ein Gesicht. Harte Arbeit, selbst für diese Kraftpakete. Bronze ist der Lohn für ihn, Sideris Tasiadis aus Augsburg. Ich habe mich so über die Medaille jetzt gefreut, dass ich das meine zweite Medaille bei den Olympischen Spielen. Klar wollte ich nach Gold greifen, ist mir nicht ganz so gelungen, aber ich bin trotzdem mit meiner Performance ganz zufrieden. Wildes Wasser, wilde Wogen. Hauptsache den Kopf oben. Kanuslalom ist rasant, artistisch, anspruchsvoll. Das Ziel, so schnell wie möglich durch den Kanal, wie hier der Goldmedaillengewinner Benjamin Safsek aus Slowenien. Es geht durch 25 Tore, mal von vorne, mal von hinten, mal rückwärts, mal vorwärts. Tasiadis zunächst mit Schwierigkeiten, sowohl in der Quali als auch im Halbfinale. Im Endlauf ist der 31-Jährige voll da. Bis auf einmal, an Aufwärtstor 19, da driftet er zu weit ab. Da ist der Goldtraum futsch. Das Wasser hier in Tokio, das verändert sich so schnell, man muss sehr vorausschauend fahren. Im Endeffekt habe ich dann ein paar ganz kleine Fahrfehler gemacht, aber dann ist die Zeit weg und ich hole die dann nicht mehr auf. Kanuslalom ist mitreißend. Nach Silber in London 2012 fehlen dem Weltranglisten-Ersten zu Gold in Tokio 5,45 Sekunden. Schneller, spritziger sind nur der Tscheche Lukas Rohan und der Slowene Safsek. Das war echt ein langer Weg bis hierhin und die harte Arbeit hat sich gelohnt. Bronze für Sideris Tasiadis, einem der Kämpfer mit dem Element Wasser, ganz gleich, welches Gesicht er dabei zieht. Und dass so ein Kraftpaket ein Erdmännchen aus Plüsch als Glücksbringer dabei hatte, ist ja irgendwie auch ganz niedlich. Dann gehen wir rein ins Tokyo Aquatic Center. Im Finale über 400 Meter Freistil gab es eine Sensation. Gelbe Badekappe Australien gegen schwarze Badekappe USA. Immer ein besonderer Fight im Schwimmbecken. Die Australierin Ariane Titmus ist der erste Mensch, die erste Frau auf der Welt, die Katie Ledecky in einem olympischen Einzelfinale geschlagen hat. Sensationell auch der Jubel ihres Trainers, der fast die Tribüne abgerissen hätte. Währenddessen habe, so liest man es, in Australien für 4 Minuten das Leben stillgestanden. An Titmus alter Schule haben alle Schüler gemeinsam das Rennen live verfolgt. Und danach gab es dann hoffentlich schulfrei für alle. Ja, so bunt wie das Leben und so bunt wie die Welt sind die Olympischen Spiele. Über 200 Nationen haben sich zum sportlichen Wettkampf in Tokio verabredet. Olympia spuckt neben dem Sport ja auch immer wieder schöne Geschichten aus. Zum Beispiel die von Peter Taufa-Tofua, Tongas fast FKK-Fahnenträger. Er ging bei den Winterspielen in Pyeongchang schon im Skilanglauf an den Start und morgen im Taekwondo. Genau wie Deutschlands Medaillenhoffnung Alexander Bachmann. Die letzten Schritte und Stunden vor seiner Olympiapremiere. Bachmann bereit. Ich denke, morgen werde ich etwas aufgeregt sein. Aber wie die Leute wissen, kann ich eigentlich recht gut mit Druck umgehen. Seit wenigen Tagen, 27, Alexander Bachmann aus Stuttgart. Der Taekwondo-Weltmeister von vor 4 Jahren will nun in Tokio eine olympische Medaille nachlegen. Ich habe schon gezeigt, dass ich für Überraschungen gut bin. Und ich hoffe, ich erwische morgen auch so einen wunderbaren Tag wie 2017. Im gleichen Wettbewerb wie Bachmann, aber mit völlig anderer Geschichte, betritt Peter Taufa-Tofua den Olympialaufsteg. Fahnenträger Tonga, dünn bekleidet, dick eingeölt, fällt auch bei seinen dritten Spielen einfach ins olympische Auge, auch in das von Bachmann. Für uns als Sportart, klar, ist eine Bereicherung und er pusht unsere Sportart und deswegen tue ich das auch vertreten, also warum nicht? In Rio Taekwondo-Kämpfer, in Pyeongchang dann Skilangläufer. Und trotz der Minusgrade konsequent beim Fahnetragen muss sein traditionell südpazifische Inselkluft. Meine Vorfahren, die haben dies getragen, um in den Krieg zu ziehen. Und ich werde nicht 1000 Jahre Kultur ändern. Nur weil mir jetzt Leute sagen, ich muss etwas anderes tragen. Ich möchte meine Ahnen, meine Vorfahren repräsentieren. Und egal, ob kalt oder warm.
In Tokio wollte nun Taufer Tofur auch im Kanu Platz nehmen. Geschichte schreiben, als erster Athlet überhaupt bei 3 Spielen in 3 unterschiedlichen Sportarten starten. Plan und Qualifikation misslingen. Für den auch noch UNICEF-Botschafter und Umweltschützer aber kein großes Problem. Taekwondo und Überzeugung bleiben ja. Nicht für mich, aber ich möchte das den Leuten zeigen, was man erreichen kann. Ich möchte sie anspornen, neue Dinge zu probieren. In wenigen Stunden ist das die Bühne für den Taekwondo-Typen, Peter Taufer Tofur, und für die deutsche Medaillenhoffnung, Alexander Bachmann. Ja, wie gesagt, Deutschland bisher 3 Medaillen, Platz 40 in der Nationenwertung. Gastgeber Japan dagegen ist mit 13 Medaillen, 8 davon sogar im Gold Spitzenreiter. Auch weil die Premierensportart Skateboarden fest in japanischen Händen zu sein scheint, heute in sehr jungen Mädchenhänden. In der Disziplin Street, in der es bevorzugt und spektakulär über Treppengeländer geht, siegte die tatsächlich erst 13-jährige Momishi Nishiya und freute sich dann höflich für alle Nicht-Anwesenden im Ariake Urban Sport Park mit. Ja, Japan, das Land des Lächelns. So schön. Ja, und wenn Sie zu Hause denken, Sie sind ganz gut im Training, dann schauen Sie jetzt gleich bei den Turnern mal ganz genau hin. Solche Muskelpakete sieht man tatsächlich nicht alle Tage. Doch so austrainiert und so vielseitig stark die Turner im Mehrkampf auch sein mögen, auch bei ihnen hängen Körper, Geist und Seele zusammen. Und so verwandelte sich die Olympische Turnhalle, während die Kampfrichter noch ihre Wertungen abgaben und über Gold und Silber entschieden, zu einer Art Tränenpalast. Sie sind den Tränen nahe. Den Freudentränen. Olympiasieger, die Athleten des russischen Olympischen Komitees. Und auch ihnen ist zum Heulen zumute, das deutsche Team letzter Platz im Mannschaftsmehrkampf. Turnen emotional wie selten. Ein Kräftemessen auf allerhöchstem internationalen Niveau. Spektakulär, was Körperbeherrschung und Akrobatik anbetrifft. Mehrkampf bedeutet 6 unterschiedliche Geräte, jedes mit sehr speziellen Herausforderungen. Beim Bodenturnen gleicht der Boden eher einem Trampolin. Am Reck hängen sie nicht nur, sie fliegen oben drüber, halten sich fest an 28 mm starkem Chromstahl. An der deutschen Mannschaft läuft der Wettkampf irgendwie vorbei. Nach den 2 siebten Plätzen bei den Olympischen Spielen 2012 und 2016 endet der Tag dieses Mal auf Rang 8. Enttäuschend, zumal die Qualifikationsleistungen besser waren. Kleine Unsicherheiten zu Beginn und in der zweiten Wettkampfhälfte, dann auch der ein oder andere Fehler, nicht wenige sprachen sogar von einem Absturz. Die Entscheidung zwischen Gastgeber Japan und den russischen Athleten fällt schließlich am allerletzten Gerät. Am Ende ist es nur etwas mehr als 1/10 Punkt Vorsprung. Und nach 25 Jahren holen russische Turner wieder Mannschaftsgold. Ein Erlebnis, das diesem Quartett sehr nahe ging. Ja, das wirklich Beeindruckende bei Olympia ist ja, wie ich finde, auch die Sportartenvielfalt. Turnen ist schon seit Athen 1896 im Programm und genau 100 Jahre später wurde diese Disziplin in die große olympische Familie aufgenommen. Ein Spektakel gab es heute in Izu. Dort wurden die ersten Medaillen der Mountainbike-Cross-Country-Rennen vergeben. Allerdings schafften es nicht alle ins Ziel. Einen sehr unsanften Abgang hatte zum Beispiel Mitfavorit Mathieu van der Poel. Der Niederländer musste nach diesem üblen Sturz mit Rückenschmerzen aufgeben. Bei anderen war einfach nur die Luft raus. Auch für das Material ist die sehr anspruchsvolle Strecke eine große Herausforderung. Gold gewann am Ende der Brite Tom Pidcock. Als bester Deutscher landete der Freiburger Max Brandl auf Rang 21. Und zum Schluss, da schauen wir noch zum Segeln. An Tag 2 ging es bei den Laserjollen ganz schön wild zu. Bei mittleren östlichen Winden, die sehr böig und drehend waren, war Geschick gefragt. Achtung, Achtung, das Verkehrsaufkommen in der Sagami-Bucht war so hoch, wie wir es sonst nur vor dem Hamburger Elbtunnel kennen. Ein ganz schönes Gedränge rund um die gelbe Tonne. 1, 2 Auffahrunfälle waren schon dabei. Aber der Deutsche, Philipp Buhl, der behielt die Nerven und kam ohne Streichergebnis raus. Und morgen geht's dann weiter.
Ja, danke, Oka, für heute. Das hier ist ein Schraubenschlüssel aus einem 3D-Drucker. Wer so also einen Drucker zu Hause hat, kann schnell mal das gerade fehlende Werkzeug anfertigen. Einfach Maße eingeben, los geht's. Ob der dann den Einsatz überlebt, das ist wieder eine andere Frage. 3D-Technik kann aber nicht nur kleine Gegenstände drucken, sie kann auch XXL. Heute wurde das erste Haus aus dem Drucker in Deutschland vorgestellt, im Münsterland. Nein, kein Spielhaus für Kinder, sondern ein richtig großes Wohnhaus. Philipp Wundersee mit dem ersten Eindruck von diesem Hausdruck. Eine Schicht Beton über der nächsten, automatisch gedruckt per 3D-Drucker. Das Einfamilienhaus in Beckum, eine Vision in Grau. Mit einer Struktur wie aus dem Spritzbeutel. Und der Konditormeister ist Waldemar Korte, Architekt, der heute das Betonhaus eröffnet. Das Besondere ist, dass wir als Planer viel mehr Formfreiheit bekommen. Wir können uns komplett austoben in der Form. Das ist besonders. Wir sind viel schneller mit der Bauweise, das kommt dazu. Und man braucht eben weniger Personal, um einfach diesem Fachkräftemangel, den wir zurzeit eklatant auf dem Bau haben, entgegenzuwirken. Der Drucker schafft einen Quadratmeter Wand in 5 Minuten, pausiert automatisch an den Stellen für Steckdosen, Türen, Fenster. Als Druckertinte ein Spezialbeton, aufwendig, über Jahre entwickelt. Ja, beim 3D-Betondruck brauchen wir ein Material, das stabil genug ist, wenn wir es drucken, die nächsten Schichten zu halten. Es muss aber trotzdem chemisch aktiv bleiben, dass es sich miteinander so verbindet, dass es wirklich ein kompletter Verbund wird, der statisch das tut, was wir von ihm wollen. 100 Stunden, also etwas mehr als 4 Tage reine Druckzeit für das Haus, das auch eckig statt rund gedruckt werden könnte. Die Technik, so hoffen sie hier, soll das Bauen bundesweit viel schneller und langfristig sogar günstiger machen. Wir liegen momentan ungefähr 10-15% über den herkömmlichen Bauweisen. Das allerdings schon beim Pilotprojekt, muss man dazu sagen. In den nächsten 2-3 Jahren wollen wir kostenneutral werden und in 4-5 Jahren kostengünstiger als so manche herkömmliche Bauweise. Eine mutige Vision oder bald flächendeckend Realität? Zwar ist die Nachhaltigkeit vom Beton umstritten, doch für die ausgelastete Bauindustrie trotzdem eine spannende Entwicklung. Wir glauben, dass 3D-Druck vor allem in der Vorfertigung seinen Markt finden wird. Das heißt, in der Halle im Werk werden Teile produziert, die werden dann zur Baustelle gefahren und dann in modularer Bauweise zusammengefügt. Das hat den großen Vorteil, dass ich den Drucker nicht immer auf der Baustelle aufstellen muss. Der 3D-Betondrucker wird an einem Gerüst befestigt und kann bislang nur 1 Wände bauen. Weiter konventionell gearbeitet wird, wenn es an Treppen, Böden, an Decken geht. Wir kratzen heute an der Oberfläche wahrscheinlich von dem, was mal zukünftig möglich sein wird. Eine Idee zum Anfassen. Das Haus aus dem Drucker, das die Baubranche komplett verändern will. Tja, aber das ist ja immer so eine Sache mit den langfristigen Prognosen. Claudia Kleinert guckt erstmal auf den morgigen Tag. Wie wird das Wetter? Ja, weil langfristige Prognosen, die waren in den letzten Tagen unmöglich, was uns das Arbeiten noch ganz schön schwer gemacht hat. Die nächsten Tage beruhigt es sich. Es wird nicht mehr ganz so viele Schauer und Gewitter geben, wie es die bisher gab. Jetzt in der letzten Stunde beispielsweise in Kiel 28 Liter pro Quadratmeter. Und hier sehen Sie die Regensummen, und zwar der letzten 6 Stunden. Und es hat zum Teil geschüttet, wie aus Eimern. Besonders betroffen Oberbayern. Da gab es im Landkreis Miesbach oder Rosenheim Golfballgroße Hagelkörner, dazu wirklich enorm viel Regen. Sie sehen hier Bleichach 120 Liter pro Quadratmeter. Schwere Sturmböen, vereinzelt sogar orkanartige Böen. In Wagging am See waren es 100 Kilometer pro Stunde. Groß-Giewitz oder eben auch Brandehörnerkirchen 60 Liter Regen pro Quadratmeter. Das alles oftmals innerhalb kurzer Zeit. Das waren punktuelle Schauer und Gewitter, die sich aber vor allem im Süden und Südosten Deutschlands auch mal längere Zeit gehalten haben. In Norditalien zwischen Modena und Parma, da gab es sogar Tennisballgroße, also so große Hagelkörner, die zahlreiche Autos zerstört haben. Also es waren heute noch sehr heftige Schauer und Gewitter unterwegs. Jetzt in der Nacht allerdings lassen die mehr und mehr nach. Das heißt, es kommt nicht mehr allzu viel nach. Die letzten dicken Gewitterwolken, die sind hier aus Schleswig-Holstein abgezogen. Dann beruhigt sich das Ganze morgen im Laufe des Tages. Nur wenige Schauer und Gewitter vorlaufen zu einem Regenband, das dann aus Westen hereinziehen wird. Das heißt, vor allem im Südwesten ist es ab und zu noch nass. Und im Süden kann es eben auch noch vereinzelt mal zu Schauern und Gewittern kommen, die aber nicht mehr diese Energie haben wie beispielsweise heute. Die Temperaturen gehen zurück auf 19 bis 13 Grad. 19 Grad in der Berliner Innenstadt. Morgen Nachmittag dann, wenn es trocken ist, Temperaturen von 22 bis örtlich auch wieder 29 Grad. Die nächsten Tage, es gibt dann wieder Schauer und Gewitter, und zwar am Mittwoch vor allen Dingen im Nordwesten und im Südosten. Höchstwerte 23 bis 28 Grad, vor allem am Donnerstag beruhigt sich das Ganze aber wieder.
Hört sich gut an. Danke, Claudia. Hier im Ersten geht's gleich weiter. Nochmal maritim. Die Story im Ersten dokumentiert die Krise im deutschen Schiffbau am Beispiel Rostock und zeigt auch mögliche Auswege. Die Tagesthemen gibt's übrigens auch in der Mediathek zum Nachschauen. Ihnen allen einen schönen Abend noch und wenn Sie mögen, bis morgen.